wieso klicke ich mal auf TLDC Joe Videos drauf und dann rege ich mich so auf. Es ist so oft, dass ich dann einfach denke, Mann, dass ich so kritisch, dass ich so sicke hier, dass ich so Falte hier habe. Wie RTL Dubai-Influencer und Steuerflucht glorifiziert. Das finde ich ganz spannend. Da hätte ich ein bisschen Bock drauf. Leute, ich habe heute ein Thema für euch, das immer mal wieder auf meinem Kanal stattfindet. Nicht, weil ich es will, sondern weil Sender und Firmen für Quoten und Klicks immer mal wieder die gleichen Fehler machen. Es geht heute um RTL. Mein RTL, ja. Mein RTL ist das aktuell nicht mehr so. Damals, als Trash-TV noch bedeutet hat, Liebes-Casting-Shows zu machen und verrückte Köpfe aus der Medienbranche zusammen in Formate zu stecken und aufeinander prallen zu lassen. Da habe auch ich diese Art von Sendungen geschaut und aktiv hier auf diesem Kanal kommentiert und ein bisschen satirisch durch den Kakao. Okay, ich mach mal den Chat jetzt hier weg, so wenn die ganze Zeit nur steht, es laggt und irgendwas ist aus, irgendwas ist weg oder so, dann mache ich mal das Chat-Overlay weg. Ihr könnt es ja gerne weiter schreiben, aber dann mache ich wenigstens das Overlay weg, glaube ich. Ich hoffe, das ist okay. Gezogen. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, aber... So, jetzt ist gut, ne? Irgendwann kam der Punkt, wo meiner Meinung nach nur noch Quote um jeden Preis gemacht wurde. Hochtoxische Beziehungen wurden im Fernsehen unkommentiert für Unterhaltung ausgeschlachtet. Es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen, die vom Sender nicht verhindert wurden. Und gefühlt gibt es noch heute zu jedem Trash-Format mindestens einmal pro Staffel ein Statement oder eine Entschuldigung des Senders, dass man dieses und jenes nicht so hätte ausstrahlen dürfen und dass man diese Fehler aufarbeiten würde. Aktuell ist RTL dabei, den nächsten Fehler zu begehen. Und diesen halte ich für so fatal, dass ich schon vor der Ausstrahlung der ersten Folge mit euch über diese Sendung sprechen möchte. Es geht um die neue Reality-Soap Dubai Diary. Dubai Diaries, Living the Dream. Und wen sehen wir hier? Das ist Simon Desue, das ist die Freundin von Simon Desue. Und andere. Et al. Is Living the Dream. In dieser sollen in 8 Folgen verschiedene deutschsprachige Influencer und Persönlichkeiten begleitet werden, die in Dubai ihren Traum leben. Das ist Giuliana Farfalla, hat 150.000 Follower auf Instagram. Eben. Protagonisten der Serie sind dabei Simon Desue natürlich. Simon Desue und... Und die Inisa... Ich versuche nicht mal den Nachnamen auszusprechen, weil ich glaube, ich würde es eh falsch sagen. Inisa Bukvic. Bukvic, ja, guck. Ich lese euch einfach mal Auszüge des Pressetextes von RTL vor, damit ihr ein genaueres Bild von der Show bekommt. YouTuber und Unternehmer Simon Desue hat bereits mit 31 das erreicht, wovon viele Menschen träumen. Ein Leben zwischen Palmen, Sandstrand und Luxus in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, okay, das ist echt wack. Weil, come on, sollte man Simon Desue so vorstellen? Dubai. Zusammen mit seiner Freundin, dem Model Inisa Bukvic, verbringt er seinen Alltag mit Freunden im Beachclub, bei einer Spritztour im eigenen Lamborghini oder beim Chillen auf einer Yacht. Doch ist in der Parallelwelt Dubai wirklich alles Gold, was glänzt? Obwohl das Erfolgspaar ein Leben führt, um das sie jeder beneidet, strugglen auch sie mit lebensverändernden Entscheidungen und werden von ihrem Alltag herausgefordert. Was treibt Simon an, der mehr erreicht hat, als er sich je vorgestellt hat, als er 2007 im Kinderzimmer die ersten YouTube-Videos aufgenommen hat? Jetzt als erfolgreicher Unternehmer, der sich alles leisten kann und alles erlebt hat. Worin findet er seine Leidenschaft? Was erfüllt ihn überhaupt noch? Ja, okay, er wird halt geframed als der totale, erfolgreiche Super-Babo, der natürlich ein bisschen Struggles hat im Leben, aber eigentlich ist er so ein erfolgreicher, krasser Typ und jeder will so sein wie er. So wird er geframed. Und das ist, glaube ich, weit weg von der Realität. Alles davon. Erfolgreicher Unternehmer. In der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Hat bei RTL irgendjemand auch nur 5 Minuten Recherche betrieben? Oder lassen sich Redakteure ungefähr so leicht von Instagram-Fame blenden, wie die ganzen Menschen, die von Simon Desue im Laufe seiner Internetkarriere abgezockt wurden? Und ganz kurzer Einschub, falls jetzt schon die ersten Leute kommentieren. Alicia, du weißt doch gar nicht, was in dieser Sendung genau passiert. Es wird doch erst Ende Dezember ausgestrahlt. Vielleicht ist es ja total Dubai-kritisch. Weiß ich natürlich nicht zu 100%. Aber der Pressetext lässt genau Gegenteiliges vermuten. Der ist deutlich länger als das, was ich euch jetzt gerade vorgelesen habe und immer wieder wird über Simon Desue und seinen unfassbaren Erfolg gesprochen. Und die einzigen Probleme, die wohl in der Soap auftauchen, von denen hier gesprochen wird, sind persönliche Probleme. Von wegen, was macht Simon Desue jetzt, wo er alles erreicht hat? Wie halten er... Es ist schon schwierig für Simon Desue auch im Leben. Ha, das sind die Probleme. Wenn man alles erreicht hat, dann weiß man halt nicht mehr, was man tun soll, weil man hat ja alles erreicht. Der arme Simon.
Das ist das Problem. Wenn man alles erreicht hat, dann kann man ja nichts mehr erreichen. Und seine Freundin ihre Beziehung frisch. Kein Wort zu Dubai an sich und dem Auswandern als Problematik. Zusätzlich habe ich die starke Vermutung, dass dieses Format an die Serie Dubai Bling von Netflix angelehnt sein wird. Denn diese Serie funktioniert eigentlich genauso, wie es im Pressetext von RTL beschrieben wird, nur dass man halt Namen austauschen könnte. Es ist eine Reality-Soap über Influencer und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die es geschafft haben und die in Dubai ihr Luxusleben leben. Und die einzigen Probleme, die sie haben, sind da von privater Natur, also irgendwie Gossip oder zwischenmenschlich einfach Streitthemen und sowas in der Art. Für diese Netflix-Serie gab es übrigens schon starke Kritik, zum Beispiel in der Wirtschaftswoche. In der Netflix-Serie Dubai Bling wird das autokratische Emirat als Sehnsuchtsort inszeniert. Jetzt will auch Saudi-Arabien einen Ableger fürs bessere Image. Also ja, natürlich, ist ja auch ein Image-Ding. Ist, oh Mann, Alter, das, wieso klicke ich mal auf TLC Joe-Videos drauf und dann rege ich mich so auf? Dann ist es wieder so, oh Mann, Alter. Es ist so oft, dass ich dann einfach denke, Mann, dass ich so kritisch, dass ich so, seht ihr hier, dass ich so Falte hier habe? Seht ihr hier, dass die Alicia Joe-Falte hier, die da, die kommt nur durch Alicia Joe-Videos. Weißt du, so, normalerweise gucke ich so, den ganzen Tag. Und wenn ich sauer bin, gucke ich so. Den ganzen Tag. Sobald ich ein Alicia Joe-Video gucke, gucke ich so. Hier. Das ist die Alicia Joe-Falte. Tipp an alle. Hast du deine Tage, Rezo? Nee. Meine Tage habe ich immer so um den. So in der. So Ende erster Woche des Monats. Influencer, bucht schon mal euren Flug. Vielleicht dürft ihr dann bei RTL. Also meine Tage sind gerade hinter mir. Als nächstes Format dabei sein. Ich meine, nach Dubai Diaries fehlt doch nur noch Saudi Secrets oder Qatar Country Clubs. Spaß beiseite. Qatar Country Clubs. Ja, das würde mir gefallen. Dann auch wieder irgendeinen Influencer nehmen. So, ey, vielleicht geht Abu Retta dann hin. Der hatte ja gesagt die Tage, dass er Katar fühlt, glaube ich, war das Wording. Und dann heißt es so, Abu Retta hat in seinem Leben schon alles erreicht. Alle beneiden ihn dafür, was er alles hat. Und jetzt, er hat auch Probleme, denn er hat ja schon alles erreicht und kann nichts mehr erreichen. Deswegen hängt er ab im Country Club. Das ist der Style dann. Ich werde euch in diesem Video ganz genau erläutern, warum ein Format wie Dubai Diaries absolut fahrlässig ist. Dabei werde ich mich einmal um die Protagonisten kümmern und einmal um das Konzept allgemein. Und ich verrate schon mal so viel, wenn RTL Plus diese Sendung dann nach wie vor auf den Markt bringen möchte, weiß ich auch nicht mehr. Simon Dessieu. Würde ich hier alle Fauxpas auflisten, die sich Simon Dessieu während seiner Social-Media-Karriere geleistet hat, dann wären wir morgen noch dran. Deswegen werde ich mich... Was? Simon Dessieu ist problematisch? Was? Das habe ich ja noch nie gehört. Alicia Joe, gib mir doch ein paar Beispiele. In diesem Video nur auf die relevantesten Dinge beschränken. Machen wir das doch einfach chronologisch. Schon früh begann Simon Dessieu oder Joshua Weißleder, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, auf YouTube mit jedem Trend mitzugehen. Was ja erstmal vollkommen legitim ist, aber auch ansonsten alles für Klicks zu tun. Ob es nie aufgelöste Gewinnspiele waren. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt, wenn ihr mit diesem Video was Neues gewinnt, und zwar... könnt ihr jetzt 3 City-Scooter gewinnen. Ob es Lebensmittel... Es klang so, als hätte er es on the spot einfach sich ausgedacht. Ohne Scheiß. Das einfach so von wie das so rüberkam, ne? Könnt ihr jetzt 3 City-Scooter gewinnen. Was Neues gewinnt, und zwar könnt ihr jetzt 3 City-Scooter gewinnen. Ob es Lebensmittelverschwendungen waren... Ob es Idee oder Formatklau war im großen Stil von beispielsweise amerikanischen YouTubern oder einfach nur übelstes Clickbait. Bei ihm war alles dabei. Richtig kritisch wurde es allerdings das erste Mal im August 2018. In einem Video nutzte Simon Dessieu einen extrem starken Laserpointer, dessen Benutzung in Deutschland illegal ist, da er beispielsweise eine enorme Hitze entwickelt, Flugzeugpiloten blenden und Menschen beim direkten Reinschauen erblinden lassen kann. Simon Dessieu fiel nichts Besseres ein, als mit genau so einem Laserpointer erstmal in Hamburg Gebäude und den Fernsehturm anzuleuchten. Das ist so illegal. Oh mein Gott, guck mal, wie weit das geht. Oh.
Oh mein Gott. Laut Gerüchten soll sich dabei auch eine Frau am linken Auge verletzt haben. Die Polizei Hamburg bestätigte dem Kanal offen und ehrlich auf Anfrage aber lediglich 3 bis 4 Hinweise, die aus dieser Nacht zu diesem Sachverhalt stammten. Simon Desue erhielt daraufhin eine Gefährderansprache durch die Polizei und gegen ihn wurde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Offen und ehrlich werde ich für Simon Desues weitere Skandale jetzt noch öfter zitieren. Andere YouTuber haben damals natürlich auch immer darüber berichtet, aber niemand hat es wirklich so konsequent und sauber gemacht wie dieser Kanal. Also ganz dicke... Da kannst du einige Videos drüber machen. Props, check die Jungs und Mädels unbedingt mal nach diesem Video. Ich finde auch, ich habe das Gefühl, die haben irgendwie einen unnötigen Bad Rap jetzt bekommen. Was ich ein bisschen schade finde. Video aus. Wo waren wir? Nachdem Simon Desue das erste Mal bewies, dass ihm andere Menschen relativ egal sind, solange es um Klicks und Kohle geht, wagte er sich an das erste perfide Geschäftsmodell. Er selbst fing an, Produkte via eine Art Dropshipping auf Amazon zu verkaufen. Und das an sich ist erstmal ein erlaubtes Geschäftsmodell. Was man moralisch... Haben sie den nicht wegen dir? Ja, aber dass das jetzt Leute so übertragen auf den ganzen Kanal, das finde ich halt falsch. Also ich finde es halt... Ich finde es halt falsch, dass man die sozusagen abspeichert, weil die hatten ja dann auch ein Statement dazu gemacht und die haben ja sozusagen ihr teilweise Fehlverhalten dann auch eingesehen und hatten, wenn ich es richtig vor Augen habe, glaube ich auch betont und gesagt, dass es sozusagen in diesem einen Fall sowas passiert ist, aber dass das halt nicht grundsätzlich so ist. Deswegen, Alicia fürs Standbild. So. Und deswegen, ich finde auch, zur Fehlerkultur gehört halt auch dazu, dass man dann nicht nachtragend ist oder nicht das dann auf irgendwie was Generelles, auf das generelle Wesen von jemandem bezieht. Wisst ihr, wie ich meine? Schon sowas hält, ist nochmal eine andere Frage. Ganz grob erklärt, man kauft eine große Menge eines recht banalen Produktes meistens in Asien, häufig in China, günstig ein und verkauft es dann teurer über Amazon an den europäischen Markt. Besonders erfolgreich wird man als sogenannter Amazon-Seller, wenn viele Menschen das eigene Produkt kaufen und auch gute Bewertungen dalassen, sodass man auf der Amazon-Seite mit seinem Produkt recht hoch gerankt wird. Einige Seller haben dafür einen Trick entwickelt. Sie kaufen ihre eigenen Produkte selbst für andere Leute ein und schicken diesen die kostenlos zu. Und im Gegenzug dafür sollen diese anderen Menschen dann eine gute Bewertung da lassen. Und so kann man sich quasi verifizierte positive Bewertungen auf Amazon kaufen. Und ein solches System, was schon ein bisschen fragwürdig ist, etablierte Simon Desue auch mit seinen Followern. Ja, die würdest du zum Beispiel nach Hause geschickt bekommen, die schaust du dir an und denkst so, ja, ich finde dich cool, würde ich zum Beispiel von Stern, sagen wir mal, von 1 bis 5 die Sternquote 4 geben. Mit dem Unterschied, dass sie die Produkte, also Batterien und Ketten und sowas, nicht mal kostenlos bekamen, sondern für diesen Produkttest 9,90 Euro monatlich an ihn zahlen mussten. Mann, Alter, das ist so scammy shit, hat Simon Desue schon gemacht. Das kann man ja wirklich nicht alles im Kopf haben. Ich meine, ein paar Sachen habe ich mitbekommen, ein paar Sachen habe ich auch im Kopf so. Auch Sachen, wo Mimi drüber gesprochen hat, auch Sachen, wo wer hatte das nochmal gemacht? Wer hat nochmal ein Video dazu gemacht mit dem Ding, wo er diesen Kurs hatte, der dann einfach nur eine aufgenommene Aufnahme war? Da hatte doch auch irgendjemand sich diesen Kurs gebucht. Wow! Simplicissimus, ja, richtig, Niki. Niki weiß Bescheid. Simplicissimus, ja. Solche Sachen habe ich schon mitbekommen, aber das jetzt zum Beispiel wusste ich gar nicht. In einem Abo-Modell und teilweise mussten sie dann Ach, sogar... Ach, Kuchen auch. Stimmt. War Simplicissimus und Kuchen oder was? Nur Kuchen? Keine Ahnung. Aber Kuchen auf jeden Fall, stimmt. Stimmt, Kuchen auf jeden Fall. Vorleistung gehen für die einzelnen Produkte, also die erstmal auch selbst kaufen, selbst bestellen. Also die Sachen habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Unklar ist, ob alle Menschen jemals das Geld zurückerhalten haben, was sie dafür ausgegeben haben. Ich hoffe, man versteht es grob. Kurz ein kleines Zwischenfazit, auch an RTL Plus. Also solche Personen, die sowas machen, nennt man nicht erfolgreiche Unternehmer. Solche Personen nennt man... Als ob Kuchen... Doch, ich glaube, die haben recht.
Ich meine auch. Also viele schreiben Kuchen und irgendwie klingelt da eine Glocke. Ich glaube, Kuchen hatte das gemacht. Oder Kuchen hat es bei Jo Olli gemacht, schreibt jetzt jemand. Okay, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall Simplicissimus und oder Kuchen haben bei Simon Desue diesen Kurs gecheckt. Betrüger. Später folgten dann weitere dubiose Geschäftsmodelle. Zum Beispiel eine typische Ich-mach-dich-reich-Masterclass. Genau die, darum ging's gerade. Die aggressiv mit Countdowns beworben wurde und 100 letzten Chancen, dass man sich doch bitte noch ganz schnell anmelden soll, weil sonst die einmalige Chance weg sei. Diese Werbemethode mit künstlicher Verknappung und falschen Druckmitteln ist in Deutschland übrigens wettbewerbswidrig. Und diese wettbewerbswidrige Methode nutzte Simon Desue dann auch noch ein anderes Mal für den Verkauf von irgendeiner ominösen Zahnweiß-Zahnpasta. Das ist einfach nur ein Countdown. Den kannst du einfach auf eine Homepage einfügen und dann zählt er halt einfach bis 1 runter. Steht hier auch, wo es losgeht. Nämlich bei 79 geht's los und es hört dann bei 1 auf. Meine persönliche Kirsche auf der veganen Sahne war aber Simon Desue's Instagram Academy. Für nur 7 Euro monatlich vermittelte er einem da wirklich banales Instagram-Grundwissen, also so à la, wie mache ich eine gute Story. Und versprach ihm aber trotzdem, dass man mit diesem Programm reich wird. Und der Trick, wie man damit reich werden konnte, war nicht unbedingt durch Instagram, sondern auch durch eine alternative Methode. Man sollte nämlich das Programm weiterempfehlen an Freunde und an Bekannte. Ah. Und dann würde man für jeden, den man geworben hätte, jeweils die 3,50 Euro, also die Hälfte seines monatlichen Beitrages, selbst bekommen. Wisst ihr, wie man das nennt? Warte. Ich stelle mir das kurz bildlich vor. Wir haben Simon Desue, ne? Und dann haben wir Leute, die bei Simon Desue das buchen. Und dann haben die nochmal jeweils unter sich Leute. Nee, es ist nicht wirklich ein Pyramidensystem, ne? Weil die nicht bei denen kaufen, die nicht bei denen kaufen, die nicht bei denen kaufen. Ist egal. Es ist nicht wirklich ein Pyramidensystem. Es ist Schneeballsystem. Diese Personen müssen dann natürlich wiederum mehrere Freunde anmelden, damit sie von dem System profitieren. Ist es literally ein Pyramidensystem? Ich weiß gar nicht, wie die Definition da im Exakten ist. Weil ein Pyramidensystem, da ist es doch wichtig, dass ist es da nicht notwendig, dass die Leute bei den Leuten über sich buchen? So, und das wäre ja in diesem Fall nicht gegeben. Das wäre ja sozusagen nur über ein Referral-Ding. Aber es ist ja eben nicht Multilevel-Marketing, oder? Und Schneeballpyramide, ja, oder das. Sowas nennt man auch Schneeballsystem und das ist in Deutschland illegal. Achso, und sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, dass Simon Desue zwischenzeitlich auch noch einen Prank veröffentlicht hat, in dem er so tat, als ob er sich Falschgeld im Darknet bestellt und das dann auch benutzt hat. Und deshalb musste er sich dann Ende 2019, Anfang 2020 wegen Vortäuschen einer Straftat vor einem Gericht in Hamburg behaupten. Und während ich hierzu einfach sagen würde, okay, danke Deutschland, dass endlich mal hier zumindest in diesem Fall durchgegriffen wird, ihr tut hier einfach nur das Richtige, um junge Menschen zu schützen, sah Simon Desue das als persönlichen Angriff auf seine künstlerische Freiheit. Deutschland wolle einem als Unternehmer einfach Steine in den Weg legen. Das Klar. Und der Fakt, dass er auch vielleicht ein bisschen kalte Füße bekommen hat, wegen seiner ganzen Scam-Aktion, jetzt wo Papa Staat auf einmal durchgreift, war wohl der finale Grund für ihn, nach Dubai zu gehen. Also, schätze ich jetzt einfach mal. Naja, und seitdem wohnt Simon Desue in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Toll. Wie es RTL so schön formuliert. Fassen wir zusammen. Der erfolgreiche Unternehmer, der alles erreicht hat, wohnt seitdem in Dubai. Simon Desue hat es vielleicht monetär geschafft, aber menschlich und moralisch ist er ein absoluter Versager, wenn nicht sogar Betrüger. Trotzdem wird ihm bei RTL Plus nun eine eigene Show gewidmet und eine riesige Plattform geboten. Danke für nichts. Kommen wir zu Punkt 2 des Videos. Dubai. Warum die Verherrlichung von Dubai problematisch ist, das muss ich den Zuschauern auf diesem Kanal vermutlich nicht noch ein hundertstes Mal erzählen. Ob es die Gefangenschaft der Tochter des Emirs ist, die Rechte von Homosexuellen in diesem Land, die nicht existieren, private Wildtierzoos, willkürliche Inhaftierungen, Todesstrafen oder der Fakt, dass Journalisten dort überwacht werden und bei kleinster Kritik an der Regierung schon mit Strafverfolgung rechnen müssen, was
unter anderem lange Haftstrafen und Misshandlungen im Gefängnis bedeuten kann. Wir haben hier schon alles gehört. Deswegen möchte ich hier jetzt nur auf... Sehr, sehr toll. Mega geil. Mega geil. ...auf vier bestimmte Punkte eingehen, warum es besonders problematisch ist, Influencern in diesem Land eine Plattform zu geben. Erstens, Doppelmoral. Aufgrund der eben genannten Punkte werden die Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen Dubai gehört, von Reporter ohne Grenzen auf Platz 138 gerankt. Boah, von 180. Das ist nicht gut. Was die Pressefreiheit des Landes im weltweiten Vergleich angeht. Katar, über das wir ja in letzter Zeit viel sprechen, ist übrigens ein ganzes Stück weiter vorne auf Platz 119. Darüber zu diskutieren, ob jetzt die Emirate oder Katar mehr Menschenrechtsverletzungen begehen oder mehr Frauenrechte beschneiden, das wäre jetzt wahrscheinlich Haarspalterei. Aber kommen wir nochmal zur WM in Katar. Ich habe jetzt keinen Fall gefunden, bei dem sich RTL eindeutig irgendwie für oder gegen einen Boykott der Fußball-WM ausgesprochen hat. Aber sie haben darüber fleißig diskutiert. So wurden zum Beispiel auf der RTL News Website Pro-Argumente für das Schauen der WM gesammelt, aber auch Kontra-Argumente, also für einen Boykott. Ich zitiere: An einem Boykott der WM in Katar führt nun kein Weg mehr vorbei. Es gab zuletzt schon viele gute Gründe für diese Haltung. Der Tod tausender Gastarbeiter auf den offiziellen WM-Baustellen etwa oder die gekaufte Vergabe. Doch nun zeigt... Ja, RTL... Was macht sie jetzt? Die offenen Aussagen des WM-Botschafters, der Homosexualität mit einem geistigen Schaden gleichsetzt, ein neues Maß an unverzeihlichen Menschenrechtsverletzungen. Und ich meine, jetzt kann sich RTL natürlich auf diesen Standpunkt stellen von, ja, wir sind ja nur der Sender, der für Pluralismus steht und wir lassen die eine Meinung bei uns stattfinden, aber auch noch andere Meinungen und gar keine Meinungen. Das könnte jetzt ein Standpunkt sein, wo sich der Sender natürlich draufstellt, ne? Liebes RTL, werdet ihr über euer eigenes RTL-Plus-Format in den Vereinigten Arabischen Emiraten auch so diskutieren? Denn auch hier gibt es Gastarbeiter, deren Pässe abgenommen werden. Menschenrechtsverletzung und Homosexualität wird auch in diesem Land nicht geduldet. Hinzu kommt, dass ihr dieses Format diesmal nicht von extern, wie bei einer WM, kritisiert, sondern es selbst ins Leben gerufen habt. Aktiv. Und das stinkt für mich persönlich gewaltig nach Doppelmoral. Zweitens, wir bezahlen Steuerflüchtlinge. Der Grund, warum viele Influencer nach Dubai ziehen, ist nicht unbedingt, dass es dort im Sommer regelmäßig über 40 Grad heiß wird. Klar, Luxus, Prunk und tolle Kulissen werden auch eine Rolle spielen, aber die Vereinigten Arabischen Emirate locken vor allem mit einer Einkommenssteuer von 0%. Während man also in Deutschland als beispielsweise Einzelunternehmer progressiv Einkommenssteuerabgaben von bis zu 45% sowie Gewerbesteuerabgaben hat und man somit einen großen Teil seines Einkommens nicht behalten darf, geht in Dubai einfach alles in die eigene Tasche. So kann man als besonders erfolgreicher Influencer 6- bis 7-stellig sparen. Dennoch wird... Je nachdem, wie erfolgreich man ist, ja. Oder sogar, ja, also je nachdem, wie erfolgreich man ist, ne? Also 6- bis 7-stellig, wenn du sehr erfolgreich bist. Also ich meine, da waren jetzt auch Leute dabei, ne, bei dieser Auflistung, die irgendwie 100.000 Follower auf Instagram haben oder so. Ne, da ist dann auch die Frage, wie viel Geld, also je nachdem, ne? Also wenn du gute Deals kriegst, dann ja. Wenn nicht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass du in manchen Jahren halt nur überhaupt gerade 100.000 vielleicht machst oder so mit der Reichweite. Also gerade, ne? Also mit ganz großen Anführungszeichen war das gerade so gerade zu sehen. Hauptsächlich mit Deutschen. Sehr große Anführungszeichen. Zuschauern und Kunden Geld verdient. Das ist per se nicht verboten, aber es ist tendenziell asozial. Ne? Nur mal als Beispiel, wenn es jeder so machen würde, hätten wir ein Problem. RTL Plus fällt nichts Besseres. Wie viele Steuern zahlt man auf Madeira? Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall weniger als in Deutschland. Auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger als in Deutschland. Aber wie viel genau, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß sehr gut, was man in Deutschland für Steuern zahlt, weil das muss ich ja bezahlen. Diese Steuerflucht, und das ist es per Definition, und das gesparte Geld, was somit dem Fiskus entgeht, zu glorifizieren und zu sagen, diese Personen hätten es finanziell geschafft. Mit so einer Berichterstattung wäre man vielleicht 2010 noch durchgekommen, aber wir haben 2022. Die Menschen haben keinen Bock mehr auf so eine Scheiße. Es ist, ich sag da gar nichts zu. Das wird auch sehr, sehr lange noch so sein. Wisst ihr, wie lange das noch so sein wird? Das wird so lange so sein, solange sich
Leute, die sehr arm sind, vor Leute stellen, die sehr, 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 sehr ultrareich sind. Solange das noch passiert, weil erstaunlicherweise passiert das, solange das noch passiert, wird es so bleiben. Ja. Aber ey, die Armen können sich ja jederzeit entscheiden, dass sie mehr vom Kuchen haben wollen würden. Aber sie stellen sich vor die Reichen. So ist das alles. So denke ich mir auch, okay, dann let's do it. Wir haben hier Inflation. Ich halt mich darauf, einige Leute können nicht bei ihrem Strom bezahlen diesen Winter. Und RTL Plus fällt nichts Besseres ein, als mit den Geldern der Abonnenten so eine Serie zu finanzieren. Ich weiß ja nicht. Arme stellen sich nicht Überreiche, Arme stellen sich Vorreiche. Ich weiß nicht, ob ich Überreiche gesagt habe, ich meine Vorreiche. Also schützend. Die Armen, die kommen an und sagen, nein, nehmt den Superreichen nicht weg. Lass uns das eher so haben, dass ich und meine Arbeit besteuert werden. Ja. Du musst nur einmal mit 10 Leuten, die nicht viel Geld verdienen, musst du nur einmal über irgendwelche Formen von Vermögensbesteuerung reden. Da wirst du sehen, wie krass schützend die sich vor die Superreichen stellen. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Und solange das so ist, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber solange das so ist, wird es so bleiben. Ich weiß ja nicht. Machen wir schnell weiter. Drittens, sie leben im Luxus, während andere leiden. Wenn man die dort ansässigen Influencer fragt, dann ist Dubai ein tolles Emirat. Sie fühlen sich dort so wohl und so sicher, auch als Frau. Und alle seien so freundlich. Und das glaube ich sogar, dass diese Influencer dort diese Erfahrung machen. Denn Dubai will Influencer, die positiv über das Emirat berichten. Die Realität sieht aber oft anders aus. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Eine der Reality-Soap-Teilnehmerinnen wird die ehemalige GNTM-Kandidatin Juliana Farfalla sein. Warte, wer ist das jetzt genau? Lebt erst seit einem halben Jahr in Dubai. Ist mit einem französischen Juwelierssohn liiert. War auf dem Playboy-Cover, Platz 11 bei GNTM. Kennt Inissa und Simon erst seit ein paar Monaten. Zitat: Dubai ist Shopping, Glam, auf der Yacht chillen, Jetski fahren. Ja, ich glaube, mit so einem Menschen könnte ich mich auch mega gut unterhalten auf einer Party. Ich glaube, wäre mega spannend auch zu wissen, was ist in dem Kopf denn so drin? Was sind da für Gedanken? GNTM-Kandidatin Juliana Farfalla sein. Auch sie berichtet auf ihrem Kanal immer wieder positiv über Dubai, lebt das Glam- und Glitzerleben und zeigt sich auch sehr freizügig, was per se in den arabischen Regionen eigentlich nicht so gern gesehen und teilweise auch geahndet wird. Hinzu kommt, dass sie einen Trans-Hintergrund hat. Schnell bekommt man auf ihrem Kanal den Eindruck, dass Dubai ja doch einen großen Sprung gemacht haben muss, also in Bezug auf Frauenrechte, in Bezug auf Transrechte. Aber das ist nicht der Fall. Dubai misst nämlich mit zweierlei Maß. Während Influencer sich dort frei entfalten dürfen, machte 2019 erst ein Fall die Schlagzeile, in welchem einer Transfrau die Einreise verweigert wurde. Sie wurde unter anderem gefragt, ob denn everything cut off, also alles untenrum abgeschnitten sei, und musste sich dann vor drei Sicherheitsleuten ausziehen. Die beiden Frauen mussten dann anschließend ihren Flug auf eigene Kosten umbuchen, da sie nicht einreisen durften. Und auch Homophobie ist in Dubai nach wie vor en vogue. Ein 27-jähriger Elektriker aus Schottland wurde zum Beispiel 2017 von einem Gericht zu 3 Monaten Haft wegen unzüchtigen Verhaltens verurteilt, weil er einen Mann in einer überfüllten Bar an der Hüfte berührt hatte. Auch in Bezug auf das Leben und Arbeiten dort vermitteln Alter. Ohne Scheiß. Und an dem Punkt ist es auch einfach nicht cool, das positiv zu framen. Wenn du selbst trans bist und das weißt, du musst das wissen, du kannst nicht bis an diesem Punkt gekommen sein und dir hat noch niemand von solchen Sachen erzählt. Dir hat noch niemand erzählt, wie queerfeindlich das vor Ort ist. Und wenn du selber trans bist und dann noch den Ort positiv reichweitenstark framest, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Finde ich sehr, sehr kritisch. Sehr, sehr kritisch. Influencer 1. Also in jedem Fall sehr, sehr kritisch. Aber insbesondere so krass nicht nachvollziehbar, wenn du selbst queer bist. So.
gefärbtes, wenn nicht sogar falsches Bild. Dazu habe ich mir erst letzten Monat ein sehr spannendes Video des YouTubers Ride with Gabby angesehen. 2012 arbeitete er in einem Hilton Hotel in Dubai auf einer recht hohen Position als Frontdesk Supervisor. Bereits am ersten Arbeitstag vor Ort musste er seinen Reisepass abgeben. Laut ihm wurde das dort bei allen Angestellten so gemacht. Er musste dann bis zu 16 Stunden täglich arbeiten, also zumindest regelmäßig Überstunden machen, die nicht bezahlt wurden. Auch auf freie Tage wurden regelmäßig Aktivitäten wie dann zum Beispiel Team-Meetings und sowas verlegt. Und nach einem Arbeitstag wurden die Mitarbeiter geschlossen mit einem Bus 25 Minuten raus in die Wüste gefahren, wo dann ihre Unterkünfte waren. Also er zeigt seine Unterkunft auch in diesem Video. Generell sagte er in diesem Video, dass es ihm in der Zeit mental gar nicht gut ging, dass es viel Druck gab, auch viel, ja nicht Gehirnwäsche, aber dass ihm immer impliziert wurde, dass er das alles mit sich machen lassen muss. Und nach einem Jahr bekam er dann seinen ersten Urlaub. Er musste aber versichern, dass er nicht mit seinem Pass, den er ja für den Urlaub dann brauchte, einfach abhaut und nicht mehr wiederkommt. Und dafür mussten dann zwei andere Mitarbeiter bürgen. Und wäre er abgehauen und nicht wiedergekommen, dann hätten die einen Monatslohn verloren. Unter Krass. Diesem Video gab es übrigens Hunderte, wenn nicht sogar tausend Kommentare von Menschen, die genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Gerade Personen aus Indien oder Bangladesch und heutzutage auch viel aus Zentralafrika und Co. kommen mit sehr viel Hoffnung in das Land, weil sie da Geld verdienen können, was sie dann ihren Familien zu Hause schicken, werden dann aber durch psychische Manipulation und durch so Dinge wie das Einbehalten von Pässen. Ja, die Leute haben ja so eine unglaubliche Macht über dich. Also wenn du dir vorstellst, du bist in einem komplett anderen Land. So, du lässt deine Familie zu Hause, damit du für die irgendwie denen ein bisschen Geld schicken kannst oder so. Du gehst in ein anderes Land und dann hat jemand anderes deinen Pass. Du bist gefickt. Du musst alles tun, was dieser Mensch dir sagt. Weil wenn der dir deinen Pass nicht mehr wiedergibt, was sollst du machen? Du kommst nicht mehr aus dem Land raus. Du kannst keine neue Arbeit dir suchen. That's it. Du bist gefickt. Dann bist du in einem Land, wo du dich nicht auskennst und kannst halt irgendwie, ja, dann hast du halt nichts mehr, ne? Also, da musst du halt zusehen, ob du so noch überleben kannst. Ja, deswegen, das ist richtig, richtig abgefuckt. Das sind Zustände, die sind richtig, richtig abgefuckt. Die sind richtig menschenverachtend. Und das ist so, die Schwächsten der Schwächsten so auszunutzen, das ist so ekelhaft, ne? Vor allen Dingen, wenn du eigentlich ein reiches Land oder eine reiche Stadt bist. Einfach ekelig. Land gehalten und an der Rückkehr gehindert. Das gibt's bis heute und der Grund, warum Influencer das nicht sehen, ist, dass diese Gastarbeiter sehr stark abgeschottet werden. Also gerade in Bereichen wie zum Beispiel dem Bauwesen. Also die werden abends spät reingefahren in die Stadt, dann arbeiten die Nacht durch und morgens früh, gerade wenn die Sonne aufgeht, fahren die wieder zurück. Und zwar raus in die Wüste und dann noch ein ganzes Stück und dann sind da die Lager, wo die wohnen. Dazu gibt es auch einige Videos hier auf YouTube, wo zum Beispiel auch diese Unterkünfte gefüllt werden, könnt ihr euch sehr gerne anschauen, denn auf RTL Plus werdet ihr diese Seite von Dubai vermutlich nicht sehen. Viertens, Propaganda. Die Stadt, was haben die gesagt, mit den unendlichen Möglichkeiten oder so. Das ist das, was RTL euch zeigen möchte. Wenn man Werbung für ein Produkt macht und dabei negative Punkte verschweigt, dann ist das eine beschissene und unehrliche Werbung. Wenn man das für ein Land macht, im Auftrag des Landes, dann grenzt das an Propaganda. Jan Böhmermann deckte ja bereits 2021 auf, dass einige Influencer in Dubai Media-Lizenzen unterschreiben, die ihnen verbieten, negativ über das Emirat, die Religion, die Politik oder die Staatsoberhäupter zu sprechen. Einige Influencer, vor allem die weniger erfolgreichen, leugnen das vehement. Und vielleicht haben sie recht, ne? Vielleicht müssen sie wirklich nicht diese Media-Lizenzen unterschreiben, wenn sie keine Millionen Follower haben, sondern nur 50.000. Aber auch die Influencer wissen mit Sicherheit, dass es sehr unklug ist, zum Beispiel Staatsoberhäupter zu kritisieren, da sie sonst im besten Fall in den nächsten Flieger nach Hause geschickt würden. Und deshalb unterlassen sie es. Ob vertraglich besiegelt oder nicht, es ist trotzdem eine Art Staatspropaganda für ein Land, welches Menschenrechte in vielerlei Hinsicht noch mit Füßen tritt. So. Ja,
Ja, kann man genau so sagen. Also es ist absolut ein Mittel zum Zweck, um Propaganda zu machen. Wenn diese Menschen nicht zufällig wohlhabende Experts oder Influencer sind. Und wenn RTL das auch nur im Ansatz glorifiziert, dann machen sie sich meiner Meinung nach mitschuldig. Mich persönlich würde noch interessieren, ob RTL vielleicht sogar Geld von Dubai für dieses Projekt bekommen hat. Das wäre abgefuckt. Also das ist jetzt natürlich reine... Also es ist jetzt nur so eine spekulative Geschichte. Ne? Es ist jetzt völlig klar. Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass das so wäre. Muss man ganz, ganz klar betonen. Aber vor dem Hintergrund, dass es jetzt nicht verwundern würde, wenn Dubai sowas macht und RTL jetzt auch nicht für die Integrität, glaube ich, bekannt ist, in dem, was sie tun, wäre das schon sehr, sehr abgefuckt. Ich bezweifle das zwar sehr stark, weil das wäre wirklich richtig weird und das können sie auch eigentlich nicht annehmen. Es müsste eigentlich klar sein. Aber ich sage das aus dem Grund. Naja, also sie würden ja nicht Bezahlung bekommen. Was sie bezahlen, also was passieren könnte, wäre natürlich, also ne, wenn sowas passieren würde, dann würde es immer, niemand hat einen Hinweis darauf. Ne? Das ist jetzt, ich betone noch mal ganz klar. Es gibt nicht irgendwie... das steht jetzt nicht im Raum als ja, das ist so, in keinem Fall. Aber wenn grundsätzlich, jetzt nicht bei diesem Fall, sondern grundsätzlich bei sowas irgendwie finanzielle Zuwendungen passieren würden, aber man will es ein bisschen verschleiern, dann würde man das meistens halt nicht in einer Zahlung machen, die irgendwie im, dann würde man das nicht irgendwie mit einer Überweisung machen, sondern dann würde man halt sagen, ja, weiß ich nicht, wir stellen euch hier vor Ort die Unterkunft für die Produktionsfirma oder wir lassen euch den Zugang, hey, finde ich cool, dass ihr das als Fernsehteam hier machen wollt, wir geben euch den Zugang hier zu tollen Orten, dass ihr hier drehen könnt oder so. Ne? Also was man sonst vielleicht nicht bekommen würde. Und das ist dann schon so, also es ist natürlich, wenn dann nicht so obvious. Dass ich weiß, dass sehr viele Influencer, die eben angefragt werden, um in Dubai Urlaub zu machen, um darüber zu berichten, wow, sehr viel Geld geboten bekommen. Das kann ich euch jetzt leider nicht belegen, weil ich das erstens immer nur gesagt bekommen habe und zweitens ich auch nicht sagen möchte, von wem ich das genau habe. Ich kann nur so viel sagen, die Personen haben es abgelehnt, sind nicht nach Dubai geflogen für dieses gute Geld. Das müsst ihr mir aber an der Stelle einfach glauben, ne? Also könnt ihr auch mir gerne nicht glauben, das kann ich euch nicht schriftlich geben. Aber es wird einige Leute geben, die euch das so ähnlich bestätigen im Internet. Übrigens möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich auch in meinem Buch bereits ein kleines Unterkapitel über diese Dubai-Thematik geschrieben habe. Kann man sich das Buch vielleicht mal holen? Kann man sich doch mal kaufen? Kann man sich doch mal gönnen? Ich habe hier aber auch noch ein weiteres, sehr interessantes Steuermodell ausfindig machen können, mit dem viele Travel-Blogger sehr viel Geld sparen. Die meisten von denen sind nämlich steuerlich sehr viel gewiefter, als sie auf Instagram und Co. tun. Also wir reden hier auch von so Offshore-Firmenkonstrukten und so weiter und so fort. Und sie verbrauchen extrem viel CO2. Auch das habe ich in diesem Buch hier tatsächlich mal zusammengerechnet, wie viel so ein Travel-Blogger-Paar im Jahr geflogen ist und was das für einen Fußabdruck hat. Wenn ihr also noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, dann ist dieses Buch vielleicht eine ganz coole Option für eure Kinder, eure Geschwister oder auch eure Eltern. Kleine Werbung am Rande, aber ich fand es hier bei diesem Thema extrem passend. Final möchte ich mich nochmal an RTL wenden. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich dieses Video sehr drastisch formuliert habe. Ich persönlich bin nach wie vor ein kleiner Fan von RTL, weil ich diesem Sender einfach viel zu verdanken habe in meiner Karriere. Und ich glaube, man reagiert besonders empfindlich, wenn die Leute, die man eigentlich ganz okay oder cool findet, sehr, sehr uncoole Sachen machen. Und so ging... Ja, also so drastisch ist es jetzt nicht. Also wie RTL Dubai in Influencer und Steuerflucht glorifiziert, ne, ist halt der Titel. Ne? Klar könnte man jetzt sagen, ja, explizit, direkt wird das nicht gemacht, sondern indirekt wird das gemacht. So und ne, bla bla bla. Aber ich finde etwas ein bisschen polemischer auch auszudrücken, ist völlig fein, wenn man, vor allen Dingen, wenn man dann so viel Sachlichkeit da drin hat. Also ging es mir bei der Ankündigung dieses Formats und ich weiß, ne, mit Sicherheit haben da sehr viele Menschen sehr lange extrem viel Herzblut reingesteckt. Ich habe ja selber lange in der Medienbranche gearbeitet, ich weiß, wie das ist, so ein Projekt umzusetzen, das braucht Monate bis hin zu teilweise Jahre und es gibt da wirklich Leute, die sich einfach tagtäglich nur damit befassen. Dennoch
möchte ich die Empfehlung aussprechen, das Senden dieser Reality-Soap aufgrund der Glorifizierung von den Protagonisten und auch dem Dubai-Leben nochmal ganz, ganz gut zu überdenken. Ihr könnt mir jetzt ja mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ja, aber das wird RTL auf jeden Fall senden. Also solange es nicht einen reichweitenstarken großen Shitstorm gibt, und den gibt es jetzt aktuell noch nicht, wird RTL das senden, allein aus wirtschaftlichen Gründen. Also die können ja nicht nur, weil sie irgendwie noch mal drüber nachgedacht haben und merken, ja, ist ein bisschen kritisch, also ist schon nicht so geil, was wir da machen, als ob das für RTL einen Grund ist, was nicht zu senden, so. Also unterstelle ich jetzt mal. Aber bleibt möglichst rational, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal. Nice. Nices Video von Alicia Joe. Erstmal liken und wer sie noch nicht subscribed hat, auf jeden Fall subscriben. Es lohnt sich sehr. Es lohnt sich sehr.